Servus Leute, ein neues Video steht an. Heute mal wieder die Kipchoge Challenge. Letztes Mal war ich ja ein bisschen enttäuscht von der Leistung. Da hatte ich ja nur einen Kilometer, ein bisschen weniger, 950 Meter. Oh Mist! Ich hätte einen Kilometer machen können. Das wäre 2,51. Mann! Das ist überhaupt nicht mehr leid. Da hinten ist ein Kilometer. Heute will ich den Kilometer knacken und der Manuel ist mit am Start. Hi! Mit. Und die Annalena ist auch mit am Start. Die macht das Race heute, fährt mit dem Fahrrad vor. Und wir schauen mal, wie lange wir durchhalten, ne? Was ist dein Ziel? Mein Ziel sind die zwei Runden von 800 Meter. Das werde ich heute angehen, ja? Genau, und ich probiere den Kilometer. Schauen wir mal, ob es klappt. Wie die es noch nicht wissen, bei der Kipchoge Challenge laufen wir 21 km/h, so lange wie wir können. Und wenn man nicht mehr kann, geht man raus. Warum heißt die Kipchoge Challenge? Ganz einfach, weil der Eliud Kipchoge den Weltrekord 2018 aufgestellt hat. Und der ist da eine Zeit von 2 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden gelaufen. Und wir schauen mal, wie weit wir mitkommen. Yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it all? Nachdem wir uns noch kurz aufgewärmt und gedehnt haben, ging es eigentlich auch schon direkt mit der Challenge los. Die Annalena ist schon mit der passenden Geschwindigkeit, also mit 20,8 km/h, in den Start reingefahren, damit wir von Anfang an keine Zeit und keinen Rückstand auf den Weltrekord verlieren. Die Geschwindigkeit ist von Beginn an einfach nur heftig. Man ist richtig erstaunt, wie schnell Kipchoge über eine Distanz von 42 Kilometer dieses Tempo halten kann. Einfach nur unglaublich. Die ersten 200 Meter lagen wir eigentlich relativ gut in der Zeit. Wir können es auch sehen, wir waren sogar 1,5 Sekunden zu schnell unterwegs. Also ein perfektes Tempo. An der Stelle möchte ich auch nochmal Danke an den Frederik, den Manu und die Annalena fürs Mitlaufen, Tempo machen bzw. filmen sagen. Gleich die 300 Meter geknackt, die Beine machen langsam dicht und das Laufen fällt etwas schwerer. Unter der lang anhaltenden Belastung entsteht mehr Laktat, als der Körper abbauen kann. Dadurch werden die Beine übersäuert und man spürt dieses schwere, dichte Gefühl in den Beinen. Meine Herzfrequenz ist tatsächlich relativ niedrig gewesen. Das hat mich selber ein bisschen erstaunt. Vielleicht könnt ihr es auch in meinem Brustkorb sehen. Da ist ein Herzfrequenzmessgerät. Und meine durchschnittliche Herzfrequenz lag ca. bei 150 Schlägen pro Minute. Und meine maximale Herzfrequenzrate lag bei 166 Schlägen pro Minute. Also eigentlich relativ niedrig. Falls euch übrigens solche Challenges gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und meinen Kanal abonniert. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Wir erreichen gleich die 600 Meter Marke. 1,44, 1,45, 1,46. Oh, und der Manu ist raus. Richtig starke Leistung. 600 Meter in 1,46. Ist wirklich ein gutes Tempo. Ich wäre am liebsten auch schon rausgegangen. Aber ich habe mir natürlich von Anfang an vorgenommen, dass der Kilometer zumindest geknackt werden muss, weil ich ja daran gescheitert bin letztes Mal. Deswegen habe ich einfach probiert, große, leichte Schritte zu machen und so ruhig wie möglich zu bleiben. So, gleich haben wir die 800 Meter Marke erreicht. Leider 2 Sekunden zu langsam, 2,21, aber ist natürlich trotzdem noch ein richtig heftiges Tempo. Aber wie bereits gesagt, ich habe mir vorgenommen, so lange zu rennen, bis gar nichts mehr geht. Und außerdem musste ich ja auf jeden Fall noch den Kilometer voll bekommen, da ich ja beim letzten Mal nur 950 Meter geschafft habe und mich so sehr geärgert habe, dass heute der Kilometer geknackt werden muss. Jetzt habe ich gerade eben auch meine letzte Zeit geknackt mit 2,42, aber trotzdem fällt es mir schon ziemlich schwer weiterzulaufen. 2 Tage zuvor habe ich übrigens nochmal ein paar Intervalle mit 21 km/h eingelegt, damit ich top auf die Challenge vorbereitet bin und genau weiß, wie schnell dieses Tempo überhaupt ist. Hat mir eigentlich ziemlich viel gebracht. Ja genau, und in dem Moment gerade habe ich mir gedacht, dass die 1200 Meter vielleicht auch noch drin sein können. Vielleicht könnt ihr das aber auch schon in meinem Gesicht sehen. Ich bin ziemlich
fertig und an meiner absoluten Grenze gerade. Nach der 100-Meter-Kurve hatten wir nochmal ordentlich Gegenwind, deshalb bin ich in den Windschatten von der Annalena gegangen. Es fiel mir dann ein bisschen leichter, aber Kipchoge hatte natürlich auch seine Pacer, deswegen war das, glaube ich, in Ordnung. Dann habe ich nochmal einen letzten Endspurt hingelegt. Und wie viel waren es jetzt? Wie viele Runden? 1,2 Kilometer. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Hast du also ganz knapp trainiert? Wie lange hast du rein? 1,2, ja. Ich konnte da hinten hin. Getötet, es beendet. Der Manu hat 600 Meter geschafft, ne? Das war deine Erfahrung. Ja, 600 Meter kommt jetzt gar nicht mal so viel vor. Aber ich konnte danach keinen Schritt mehr. Die erste Runde war voll in Ordnung. 400 Meter kann man gut wirklich laufen. Aber dann dieses Tempo weiterzuhalten, ist wirklich brutal. Ja, auf jeden Fall starke Leistung. Ich hatte jetzt 1200 Meter. Also wir haben insgesamt einen Schnitt von 20,74 gehabt. Also eigentlich genau passend. 20,8 wollten wir haben. Perfekt, gut gebahnt. Genau, das war's mit der Challenge. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Haut rein. Ciao.